Ja, hi, schön hier zu sein, schön euch alle zu sehen. Bevor wir gleich anfangen, uns ein bisschen zu bewegen, erstmal keine Angst, es wird kein anstrengendes Workout. Und was mir noch wichtig ist vorher, ihr kennt euch alle selber am besten, euren Körper am besten. Das heißt, ihr macht die Bewegungen und die Übungen jetzt gleich bitte so, wie sie euch gut tun und wie ihr euch wohlfühlt dabei. Und wenn es mal bei einer Übung nicht so ist, dürft ihr die aussetzen oder die Übung von davor weitermachen, so wie es euch gut dabei geht. Okay. Gut, dann fangen wir an. Und zwar fangen wir an mit einer kleinen Atemübung. Erstmal so ein bisschen runterzukommen, vielleicht eine kleine Pause für die Augen. Ihr dürft gern bequem dabei stehen, schön stabil, die Schultern ein bisschen locker machen. Und wer mag, darf auch kurz die Augen dafür schließen und mal eine Hand so ein bisschen auf eure Brust legen und dann mal ganz tief durchatmen, tief ein und wieder aus. Dabei spüren, wie euer Brustkorb sich hebt beim Einatmen und wieder sinkt beim Ausatmen. Mal ganz bei euch in eurem eigenen Atemrhythmus sein. Tief durchatmen. Mal die Gesichtsmuskulatur entspannen. Den Punkt zwischen den Augenbrauen. Zunge vom Gaumen lösen. Und dann noch zweimal tief ein und wieder aus. Und letzter tiefer Atemzug zusammen. Tief ein. Und beim Ausatmen dürft ihr jetzt die Hand langsam sinken lassen. Augen langsam wieder öffnen, wenn ihr sie zu hattet. Und nochmal ein bisschen zurückkommen. Sehr gut. Als nächste Übung dürft ihr einmal euren Kopf von links nach rechts langsam kreisen lassen, um so ein bisschen die Nackenwirbel durchzubewegen, zu lockern. Macht die Bewegung schön langsam, so dass es euch gut tut. In einem Halbkreis von vorne über links nach rechts und wieder zurück. Sehr gut. Dürft jede Seite noch einmal machen. Und dann langsam, wenn ihr fertig seid, euch aufrichten und zurück in die Mitte, wieder nach vorne schauen. Sehr gut. Um jetzt noch links, rechts so ein bisschen zu bewegen, dürft ihr einmal nach links über die Schulter schauen, nach rechts über die Schulter schauen. Vielleicht begegnet ihr dabei Blicken, dann dürft ihr euch mal anlächeln, euch anlachen. Sehr schön. Hier auch jede Seite noch einmal. Und dann dürft ihr wieder zu mir nach vorne schauen. Sehr gut. Okay, als nächstes dürft ihr einmal die Arme hochnehmen, so wie ihr Platz habt, und euch einmal lang nach oben strecken, so ein bisschen von einer Seite auf die andere schieben, als ob ihr die letzten Kirschen jetzt noch vom Baum pflücken wolltet. Mal lang strecken, sehr gut. Jede Seite auch noch einmal lang nach oben schieben und dann die Arme langsam wieder runternehmen. Kurz mal mit den Schultern zucken, sehr gut. Und dann, um ein bisschen Rotation in die Wirbelsäule reinzubringen, dürft ihr einmal euch umdrehen, mal gucken, wer so hinter euch sitzt, auf der einen Seite, auf der anderen. Bleibt trotzdem schön aktiv im Oberkörper, dreht euch mit. Jetzt dürft ihr auch jede Seite noch einmal machen, über die Schulter schauen, einmal hinter euch und dann auch nochmal zurück nach vorne kommen. Sehr gut. Okay, wir wollen die Schultern noch ein bisschen durchbewegen, ihr dürft einmal die Schultern kreisen. Eure ganze Bewegungsweite in den Schultern mal ausnutzen, so groß ihr könnt. Sehr gut. Wir wechseln einmal die Richtung nach vorne. Und wer noch eine kleine Challenge möchte, der darf jetzt versuchen, eine Schulter vorwärts, die andere rückwärts zu rotieren. Sehr gut. Nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Dürft einfach probieren. Noch ein paar Umdrehungen. Und dann dürft ihr langsam wieder zurück in die Mitte kommen, nochmal lockern. Okay, wir machen ein bisschen mit den Beinen weiter. Wir saßen ja jetzt lange, um die Beinmuskulatur jetzt wieder so ein bisschen besser zu durchbluten. Dürft ihr einmal euch nach oben schieben auf eure Zehenspitzen, schön aus der Beinrückseite raus. Dürft aktiv bleiben im Oberkörper, um euch so ein bisschen zu stabilisieren dabei, dass ihr das Gleichgewicht oben halten könnt auch. Sehr gut. Dürft noch drei Stück machen, jeder. Okay, wenn ihr fertig seid, dann auch wieder zurück in den stabilen Stand. Den braucht ihr nämlich jetzt für unsere nächste Übung. Einmal eine kleine Gleichgewichtsübung für euch. Dürft mal auf ein Bein stehen. Ihr dürft euch sonst auch gerne vorne am Stuhl ein bisschen abstützen oder euch gegenseitig unterstützen auch. Und dann einmal anfangen, euer Sprunggelenk so ein bisschen zu kreisen, durchzubewegen. Erst in die eine Richtung, dann in die andere, hier auch wechseln. Und jetzt nochmal eine kleine Zusatzchallenge. Ihr schaut, wie ihr den Platz dafür habt. Ihr dürft mal beide Daumen nach oben geben und auf eure Daumen schauen. Und jetzt den einen Daumen zur Seite folgen mit dem Blick und dann wieder zurück.
Nicht schlimm, dabei umzufallen. Macht's schön in Ruhe. Jede Seite noch einmal. Und dann dürft ihr einmal den Fuß absetzen und auf die andere Seite. Sehr gut. Wir fangen an, erstmal mit dem Sprunggelenk einmal kreisen, kurz euer Gleichgewicht, eure Balance erstmal finden. Und dann dürft ihr wieder die Daumen mir nach oben geben, sehr gut. Und nochmal zur Seite. Ist ganz normal auch, dass eine Seite ein bisschen schwieriger ist als die andere, mit Gleichgewicht sowieso. Hier auch, jede Seite noch einmal. Okay, und wenn ihr durch seid, dürft ihr nochmal nach vorne zurück, euch nochmal stabil hinstellen. Und dann kommen wir schon zu unserer letzten Übung. Ein bisschen Gehirnjogging wollte ich mit euch noch machen. Ihr dürft einmal mir den Hasen machen, genau, mit der einen Hand, und die andere Hand macht den Jäger. Und Hase und Jäger wollen jetzt einmal die Plätze tauschen. Das heißt, der Hase wird zum Jäger und der Jäger wird zum Hasen. Das dürft ihr, genau, immer im Wechsel. Schön langsam, um so ein bisschen Fingersalat zu vermeiden. Sehr gut. Ja, muss man sich ganz schön konzentrieren für. Ihr dürft jede Seite noch so 2-3 Mal wechseln, für euch probieren, und dann dürft ihr daheim weiter üben, wenn ihr möchtet. Sehr gut. Und dann dürft ihr einmal Hände und Arme ausschütteln, nochmal lockern, die Beine mit dazu nehmen. Kurz einmal alles ausschütteln und lockern. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke euch.